Hey Yoda, sieht aus, als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, DK. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag DK, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder ein Briefing verschlafen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin, Gentechniker David Banks, Parktierarzt Jerry Harding, seine Tochter Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die Medizin... Warte, sagtest du gerade was von... Ja, auf der Arbeit war wohl verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige, fleischfressende Dinosaurier oder Billy Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, hier Alpha Doc. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das reinste Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Over. Nur noch unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft in circa 10 Minuten. Ende. Hey, DeKalf. Nicht so schnell. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic Park The Game. Und weiter geht's. Wir haben wieder die Auswahl. Wir haben uns verflogen, oder? Genießt die Aussicht. Oder ich will erst einen Dino sehen. Wir haben uns verflogen, oder? Weißt du überhaupt, wo du hinfliegst? Das kleine Ender steht für Nordblade. Ich hab mich nicht verflogen. Ich verstehe schon, dass es dir peinlich ist, Team Bravo nach dem Weg zu fragen. Das ist völlig normal. Warum genau bist du von der Pilotenschule abgegangen, Yoda? Tja, ich bin nicht dafür gemacht. Ich seil mich lieber von Helikoptern ab, als sie zu fliegen. Genau. Hör zu, Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Da liegst du falsch, DeKalf. Höhlenmenschen, Alphasaurier, Dino-Stiefel. Dino-Stiefel. Hammond will anscheinend unbedingt ein paar Stiefel aus Dinosaurierhaut. Wir haben den Befehl, einen Triceratops zu töten und zu häuten, bevor wir die Insel verlassen. Oh, verstehe. Ich bin eigentlich hier, um zwei Höhlenmenschen abzuwerfen. Jetzt ist alles klar. Nach Vorschrift. Verletzte Gefühle. Höhlenmenschen-Meme. Ja, komm. Oscar, rieche ängstliches Baby auf Pilotensitz. Happy, happy. Alpha, bitte kommen. Team Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel. Mehrere Angreifer. Ich trete den Rückzug. Los, los, los! Oh, oh. Was zum Teufel? Oh oh. DeKalf, lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger. Na dann gucken wir mal, was da abgeht. So, wir können uns wieder umgucken. Oscar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Bitte was? Der hat hier an der Seite Kratzer gehabt, wenn ihr es gesehen habt, und am Arm hat er auch Kratzer. Warum waren das keine Dinosaurier? Hier sind lauter Spritzen, beziehungsweise Betäubungsdinger, Bums, Dings, Bums. Okay, dann lass mit dem quatschen. Siehst du diese Scheiße? Was sagt man dazu? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Okay, dann lasst uns gehen. Und zwar zum abgestürzten Heli. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. What the fuck? Da schießt jemand einen Heli ab. Warum tut er dies? Verdammt, Linares. Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Aber die haben ja überall Kratzer und so. Naja, gehen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Warte mal, hoch wäre dann... Da nicht. Hier sind überall Patronenhülsen. Aber kaum Spuren von feindlichen Geschossen. Aber Dino-Spuren. Will er die nicht sehen, oder? Okay, gut, dann wieder zurück. Dann quatsch mal weiter.
Sieht für mich nicht nach einem Dinosaurierangriff aus. Ganz ruhig. Konzentrier dich. Jawohl. Oscar, Garza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Von wem? Keine Ahnung. Parksicherheit? Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Haben wir hier? Das nenne ich mal einen Fußabdruck. Billy, komm rauf hier. Jawohl. Wir sind underway. Los, Billy. Geh mal nachgucken. Ich weiß nicht, was... Psst. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Lasst mich! Was zum Teufel? Vargas! Heilige, was zum Teufel hat das hier angerichtet? Das war ein T-Rex und unsere Tochter, die lag auf der Nase vom T-Rex. Hm. Das ist eine Menge Blut. Ja. Rein da, los. Die Kev, wir gehen rein. Pass gut auf da draußen. Zugriff. Go, go, go. Das ist nämlich die Halle, die wir in Episode 1 gespielt haben. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Es war nicht meine Schuld. Wir konnten sie nicht sehen. Nur ihre Augen. Komm jetzt raus, Vargas. Was zum Teufel? Yoda, zurück! Ich mach das schon. Ich schau, ob es einen anderen Weg gibt. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas! Raus aus dem Licht! Sie werden euch sehen! Okay, wieder schnell drücken. Nur noch Kompis, ey. Zurücktreten. Das ist ein Befehl. Hier draußen am Strand sind wir leichte Beute. Wir müssen uns Schutz suchen. Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Auf seine eigenen Leute schießen, der Trottel. Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hole ihn mir. Warum heißt er eigentlich Yoda? Feuer! Was tut er? Der läuft einfach lang. Ich brauche deine Augen, Yoda. Ich kann Vargas nicht sehen. Es ist zu dunkel. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeigt euch! Alter. Was zur Hölle? Yoda, ich sehe hier draußen nicht. Check die Monitore. Kannst du irgendwas erkennen? Rechts hinter dem Felsen-Ding. Oh, nicht getroffen. Wie schnell sollte ich denn jetzt drücken? Yoda, wo ist Vargas? Er versteckt sich. Sorgt dafür, dass er sich bewegt. Und ich habe gleich runtergedrückt und das hat nicht gezählt, die Scheiße. Wow, guter Schuss. Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Sie kommen zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Oh. No! Ups. Hoppala. Hat man mal ganz kurz vom Bildschirm weggeguckt. Scheiße. Dann ist einfach abgeknallt. Wow, guter Schuss! Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Sie kommen zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt! Brr. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe! Oscar,
Zurück! Heilige, was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, Vargas, sieh mich an! Was stimmt nicht mit dir? Was ist mit den anderen passiert? Was ist mit dem Helikopter? Was mit dem nicht stimmt, will ich mal wissen. Komm schon, Mann, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Sie sind überall! Sogar jetzt! Sie beobachten uns! Wir müssen... Oscar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Ihm irgendwie helfen. Vergiss es. Er ist verrückt geworden. Die Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf den Bändern. Durchhalten, Vargas. Der halluziniert. Hey, da hinten ist noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Wir nehmen ganz klar Kamera 3. Okay, Team Bravo ist vor höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts los hier. Dann nehmen wir die 2. Nichts. Das ist natürlich schlecht. Dann ist es die 4. Ja, die 4 ist es. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? The Dog? Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Der war einmal. Wir müssen los. Die Kev, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Aha. Back zum Dock. Hören Sie mir doch zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. Inselrettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn Sie immer noch da draußen unterwegs sind, ist, wir versuchen... Wir vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norden. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht sie nichts an. Die ist so mega unsympathisch. Aber ihr Lispeln ist immer noch super. Schützen Sie uns vor den Dinosauriern. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Largate! Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Da hat sie nicht nachgedacht. Feuer macht nämlich Rauch. Siéntate. Wie du meinst. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. Okay, wir brauchen das Walkie. Das Walkie-Dorkie. Dorkie-Walkie. Hey Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurier-Weibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Vielleicht hat sich da aber auch ein Männchen durchgeschmuggelt. Und der hat jetzt sehr viel Spaß. Man weiß es nicht. Bärin. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Jawohl. Hey Dad, sind diese Beeren essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Na gut. Dann, quatschen wir mal mit der. Was? Was? Nichts. Der Blick. Komm, wir quatschen mit der. Abstand halten, ja. Abstand halten, ja.
Nicht so nah. Na gut, dann eben nicht. Dann lass uns switchen. Zum Dad. Können wir da irgendwo anders gucken? Ja, hier. Okay. Eine Pistole. Keine Dummheiten. Okay. Dann reden wir aber mal mit der Verletzung. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine. Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Achtung, Flachwitz. Jeff. Ich heiße Jeff. Jeff. Die kann Jeff eh nicht aussprechen. So, dann switch mal wieder auf Jeff. So. Bären. Tja, welche werden das sein? Die vielleicht? Sind das hier die richtigen Bären? Sie. Bring sie mir. Wow. Geil. Es wird langsam dunkel. Komm schon, Kleine. Ich brauche diese Beeren. Hier. Film mal. Nima. Nee, film mal. Setz mal stillen. Gracias. De nada. Sie ist ein gutes Kind. Ich weiß. So, jetzt haben wir hier einen Bär gebracht und das bringt uns trotzdem nichts. Also gehen wir wieder zurück auf den Vater. Gucken, was der so mit ihr reden kann. Warum sind Sie Bevor hier? Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind und was Sie mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Ist ja gut, Egal, was Sie von Ingen halten, Sie sind diejenige, die uns mit vorgehaltener Waffe durch den Dschungel treibt. Soll ich jetzt etwa Mitleid mit Ihnen haben? Sie marschieren hier ein und denken, Sie können tun, was Sie wollen, nur weil Sie genug Geld haben, um ein paar Politiker zu bestechen. Provozieren Sie mich nicht! Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay, ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Wir sind nicht simpatico. Dann sind wir eben nicht simpatico. Okay, Leute. Wie gesagt, wir hatten es im Livestream schon mal, ich glaube, bis nach der Aktion hier gespielt. Deswegen weiß ich, wie es funktioniert. Hat beim Livestream ein bisschen gedauert. Haben Sie Familie? Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst? Ja, natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Okay, so, gut, Sie haben recht. Ich wollte nur, ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Boah, Ninja. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, hi, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld.
Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Zögern. Na los, gehen wir endlich weiter.